den Tag gestartet. Ja, mit dabei, wie immer natürlich, Frederik, Markus, Jimmy, auch der Daniel, der Michele, kommt ein bisschen was später rein. Und ich denke mal, so in einer Viertelstunde, halbe Stunde wird er dann auch mit dabei sein. Also, wenn ihr einen Termin hattet oder was ganz Wichtiges euch auf dem Herzen brennt, ruft mal eben kurz durch. Und dann können wir uns schnell mit dem Teamviewer verbinden und dann auch eure Fragen hoffentlich zu eurer Zufriedenheit beantworten. Ja, heute ist also Dienstag. Wir hatten gestern einen, ja, wie soll man sagen, einen recht komischen Handelstag. Komisch in dem Sinne, dass an den Märkten gar nicht so viel passiert ist, wenn man sich das jetzt in der Nettobewegung hier anschaut. Also der DAX hat es gestern eben nicht geschafft, sich nachhaltig abzusetzen. Auf der unteren Seite ist ganz klar der Deckel oder ist der Boden da bei 12.800 und auf der oberen Seite 12.900. Das sieht man hier ein bisschen was schlecht bei dem Chart. Aber ja, doch, hier kann man die rote Linie erkennen. 12.900. So, er hat es dann gestern mal probiert, über die 12.9 auszubrechen. Ihr seht aber, die schwarze Kerze ist direkt. Also Kurs ist direkt wieder runtergekommen und dann gab es gestern Abend nochmal den Versuch. Ich hatte mir das selber mal angeschaut um 9:30. Das war aber doch dann, also er hat es nicht gepackt. Der Dow Jones hat den DAX also nicht nach oben mitziehen können. Und dann war natürlich um 22 Uhr Handelsschluss. Und in der Nacht, das sehen wir hier an diesem Chart nicht. Dazu muss ich mal eben schnell rüber wechseln hier zum Dow Jones. Da ging diese Aufwärtsrallye dann nochmal eben weiter, kurze Rücksätze und dann auch Dow Jones ran an die 26.700er Marke. Das Ganze ist passiert so um 3 Uhr morgens und dann um 4 Uhr morgens ging es dann auch wieder runter und ja, Dow Jones aktuell bei 26.600 Punkten ist hier in so einer schönen Seitwärtsrange und aktuell arbeitet der Kurs eben an einem Ausbruch nach oben. So, aber die ganze Bewegung hatte eben zur Folge, dass auch der DAX hier nicht, das ist der falsche Chart, den möchte ich haben, dass der DAX eben auch jetzt nicht mit einem Gap in die eine oder andere Richtung hier gestartet ist, sondern das Ganze ist dann auf einem Kursniveau passiert, wo es dann auch gestern Abend halt aufgehört hat. So, aktuell 12.906 die Marke. Also ist nicht uninteressant, aber so richtig hilft sie uns noch nicht weiter. Also, damit der DAX eben hier aus seiner Geschichte mal rauskommt, muss er zum einen hier mal drüber. Das ist so gerade jetzt auf dem Level bei 12.910. Und dann gibt es hier noch vom Freitag, den 24., gibt es noch ebenfalls ein Verlaufshoch, was hier angezeigt wird bei 12.900, ja, im Bereich 30 bis 37, 38. Also, wenn es der DAX eben schaffen sollte, da mal nach oben auszubrechen, dann, so schreiben zumindest die Analysten, gibt es auch dann viele Argumente, die eben wieder für steigende Kurse sprechen. 13.000er Marke, 13.1, 2 und so weiter. Also, es gibt relativ wenig Widerstände hier auf der oder bei einer möglichen Bewegung nach oben. Das Ganze auch, schauen wir uns auch nochmal eben an auf dem Stundenchart im DAX. Also ein schöner Aufwärtstrendkanal. DAX hat es mehrmals versucht, nicht geschafft, diesen nach unten zu verlassen. Und momentan haben wir hier so eine kleine Insel rausgebildet, die auch mit dem Gap einherging. Das heißt dann Island Reversal. Ja, so und momentan, ja, ist er hier in genau so einer Schiebezone und ja. Wer weiß, wo die Reise hingeht? Ich jedenfalls nicht. Das Ganze kann, so sieht es aktuell jedenfalls aus, erstmal wieder in diesen Trendkanal reinlaufen. Aber eine schlechte Meldung, was auch immer, und der DAX dreht sich. Das ist nicht allzu viel. Das sind gerade mal 80 Punkte. Pi mal Daumen, 80, 90 Punkte. Und dann kommt er hier unten in diesen blauen Bereich ein. Und dann sieht das Ganze sehr, sehr bärisch aus. Also DAX, wie auch gestern schon gesagt, steht hier auf Messerschneide. Und ja, nachdem es eben der DAX gestern nicht geschafft hat,
den Ausbruch zu machen. Verschieben wir das Ganze eben auf den heutigen Trading-Tag, auf den Dienstag und schauen wir mal eben voller Vorfreude drauf. Es kann natürlich auch sein, dass er hier noch ein bisschen was weiter rumeiert und dann haben wir morgen genau das gleiche Thema oder theoretisch auch am Donnerstag. Also da ist jetzt kein Countdown, der irgendwie sagt, der DAX muss so schnell wie möglich wieder reinlaufen in diesen Trendkanal. Aber eins ist jedenfalls klar, je länger er außerhalb ist, desto eher ein Zeichen ist es hier für die Bären. Also er sollte tunlichst doch relativ schnell wieder versuchen, hier in diese Bewegung nach oben reinzukommen. Und da sehen wir eben dann auch bei den letzten Fehlausbrüchen auf der Unterseite, das Ganze ist immer sehr, sehr schnell passiert. Und je länger es eben dauert, desto bärischer ist eigentlich hier dieses Signal. So. Also das ist auch so meine Einschätzung, wenn ihr also auch mal etwas längere Ausbrüche traden möchtet und nicht nur die kurzen Bewegungen innerhalb der 12.800er und 12.900er Punktemarken mitgehen wollt, dann sollte man schon darauf warten, dass das Ganze eben hier oder dass diese Zone hier verlassen wird. Dann bietet es sich eben auch hervorragend an, dass man dort wie immer die Take-Profit-Linie auch mal ein bisschen was anpassen kann zu seinen Gunsten. Das macht es ja später aus. Okay, gut. Wir haben noch knapp 8 Minuten bis zur Markteröffnung. Ich habe heute Morgen schon mal einen C-Box-Trade angesetzt. Und zwar gab es hier eben diese Box, 12,25 Punkte, berechnet immer von 8.15 Uhr bis 8.30 Uhr. Der Kurs ist dann nach oben hin rausgegangen und ich konnte dann mit der Swissbox hier unsere Pending-Order-Linien eben auf diesem Level nochmal oben drauf setzen. Kurs kam kurz runter, das sehen wir hier. Und deswegen sind wir jetzt im ersten Trade Short im DAX. Für alle Neuen sei nochmal gesagt, wenn sich der Kurs jetzt drehen würde, dann würde er uns eben an dieser grünen Linie eine zweite Order aufmachen. Die grüne Linie ist eine Buy-Stop-Order. Und wir hätten dann unten in unserem Trading Terminal, wir hätten dann zwei Order laufen. Wir wären mit der ersten Order short, das sehen wir hier. Und da unten erwartet schon die Buy-Stop-Order. Also wenn es hier einen Ausbruch nach oben gehen sollte, dann haben wir eine zweite Order drin. Und diese zweite Order hat eine etwas andere, etwas größere Positionsgröße. Und dann springt eben die blaue Take-Profit-Linie von diesem Level auf hier irgendwie nach da oben. 7,5 Punkte sollte das dann sein, also hier in diesem Bereich. Und dann darf der Kurs da gerne drüber gehen. Beide Order werden dann geschlossen. Die eine mit Verlust, ja, die Short Order, aber die zweite mit Gewinn. Und die Differenz zwischen den beiden ist dann euer Nettogewinn, das, was wir uns hier eingetragen haben in der Swissbox. Also die Parameter definieren dann letztlich den Gewinn. Also da können wir noch ein paar Augenblicke abwarten, glaube ich, bis es hier zu einem Schwung kommt. Idealerweise passiert das Ganze dann auch um 9 Uhr, wenn die Börse in Frankfurt aufmacht und dann der Kassamarkt ebenfalls seine Pforten öffnet. Bis dahin können wir nochmal eben einen kurzen Blick drauf werfen, hier über die einzelnen Charts, wie sie denn dann da sind. Das haben wir gestern Nachmittag schon mal gezeigt, für alle diejenigen, die dann in der Nachmittagssession anwesend waren. Also Bitcoin ist jetzt kein Markt, den wir traden, das muss wirklich hier gesagt werden, aber Bitcoin, deswegen zeige ich hier den Chart, hat es eben geschafft, aus einer mehrmonatigen Formation auszubrechen, zwar nach oben, also ihr seht schon das Ganze ist am Montag passiert und Bitcoin aktuell knapp unter der Marke von 11.000 US-Dollar wieder. Also mein Kollege Markus hier bei uns im Büro, der freut sich natürlich, der ist begeisterter Kryptowährungshändler, so heißt das. Und als ich ihm über Bitcoin erzählt habe, sagte er, Christian, erzähl mir nichts Neues. Und guck dir mal die anderen Währungen an oder die anderen, also Ethereum oder was es da noch alles gibt. Ich bin da kein Experte drin, aber die sind dann sogar um 36% gestiegen um einen Tag, glaube ich, war dort die Zahl. Also da ist wieder
richtig Fantasie drin in den Sachen. Es ist halt blöd, dass wir das Ganze nicht so richtig drehen können, da wir hier nur einen sehr kleinen Hebel haben, von 2 zu 1. Man muss also relativ viel Geld mitbringen, um hier eine Positionsgröße zu öffnen. Auf der anderen Seite aber spricht eben vieles dafür, dass man auch wieder die alten Höchststände hier von 20.000 wieder anlaufen kann. So wurde mir jedenfalls gesagt. Okay, dann wie jeden Morgen Blick nochmal auf den Kurs vom Euro-Dollar. Und wir haben eben es seit langer Zeit nicht mehr geschafft, oder nicht wir, aber der Kurs vom Euro-Dollar, dass man also dort pro Tag nochmal 100 Punkte macht, also von einer Big Number zur nächsten springt. Heute Morgen ging dem Euro-Dollar ja, so ein bisschen was die Puste aus. Wir sind aber immer noch sehr, sehr stark über der Marke von 1,17. So, dann schauen wir uns noch an, was macht das Gold, was macht das Silber. Da sind die Märkte. Tageschart, Vorlagen. Auch hier analog mit dem ja, mit kleinen Stärke wieder vom Dollar. Also zu sehr, so stark war es noch nicht, aber auf jeden Fall kam der Kurs vom Silber auch nochmal um ja, knapp 2 Dollar hier wieder runter. Und auch das Gold hat wieder ein bisschen was abgegeben. Also Gewinnmitnahmen, so kann man das vielleicht nennen, sind hier erstmal wieder eingetreten in den Markt. So. Die ganzen, das werde ich nochmal eben schließen und wir schauen mal zusammen. Was haben wir? 8:57 Uhr. Schauen wir mal eben auf die Tagessignale drauf. Das Ganze machen wir wie immer mit dem Trade Radar Pro. Hier sind die Märkte, die ich habe und ich werde das Ganze mal eben durchlaufen lassen. Das habt ihr sicherlich schon gemacht bei eurem MetaTrader. Wir müssen mal eben kurz schauen. Der DAX läuft gerade ins Gewinn oder in den Gewinn. Ja, da sind wir raus. Also DAX raus mit einem kleinen Gewinn. Dann kann ich den Chart auch mal wieder schließen. Das war nämlich der DE30 ohne das C. Und mach dann nochmal direkt für die Markteröffnung. Entschuldigung, den Chart hole ich mir hier nochmal rein. Also ihr seht, da vertue ich mich auch manchmal. DE30 und DE30C. Und der Unterschied ist eben, dass bei DE30C ist die Handelszeit von 8 Uhr bis 22 Uhr. Dann ist eine Pause und dann geht es am nächsten Morgen wieder los. Und bei dem DE30 läuft das Ganze dann immer rund im 24-Stunden-Handel. Also das könnt ihr für euch selber ja, festlegen, wie ihr das machen wollt, mit Gap oder ohne Gap. Da kann man vortrefflich diskutieren, was jetzt besser ist, ist aber, glaube ich, nicht allzu spektakulär. So. Dann schauen wir mal hier, der DAX also bei 12.891 Punkten. Schauen wir uns mal eben auf der. Also jetzt ist er da wieder in dieser orangenen Box mit drin. Werde ich die Box hier nochmal so aktivieren. Ah, ja, doch, hier sehen wir sogar noch besser. Es gab sogar ein kleines Mini-Gap heute Morgen. Das war der Schlusskurs von gestern und dann ja, knappe 10 Punkte beim Minigap. So, 30 Sekunden noch und ich gehe mal ganz schnell wieder zurück zur Tagesstrategie. Und da sehen wir aktuell hier keine blauen Signale. Wir haben ein orangenes Signal, also in der Entstehung beim britischen Pfund Neuseeland-Dollar. Das können wir uns ja dann gleich in ein paar Sekunden nochmal eben anschauen. Jetzt bleiben wir aber erstmal hier. 3 Sekunden, 2 Sekunden, eine und Markteröffnung. Und mit diesem Kurs unterhalb dieser roten Linie wurde jetzt erneut also wurde unsere Short Order
ausgelöst, eine Sell Order. Und wir haben hier die blaue Linie. Das ist wie immer das Take Profit, also das Gewinnziel dieser Order. Noch ist er genau in dieser Zone drin, will sich da noch nicht festlegen. Komm, dann gehen wir doch nochmal eben hier in die Tagesstrategie. Also britische Pfund, Neuseeland-Dollar. Hier ein mögliches Signal eben in der Entstehung. Blaue Sonne ist dabei und hier haben wir die Kerze, die aktuell eben ja außerhalb dieser ockerfarbenen Linie schließt und haben, wenn wir uns in diesen Chart auch noch mal ein bisschen was rauszoomen, dann sehen wir eben auch, wie sich solche Tagessignale eigentlich immer entwickeln, dass die jetzt in solchen Märkten mit Gap nach oben, am anderen Tag ein Gap nach unten, dann gibt es halt wenige Signale. Es muss bei der Geschichte immer eine längere Bewegung vorausgegangen sein. Und das kann man hier bei dem Währungspaar britische Pfund Neuseeland Dollar eigentlich ganz gut erkennen. Da gab es eine längere Bewegung. Hier wird, so sieht es aktuell aus, zumindest jetzt mal einen Boden gefunden. Und dann ja, darf es auch hier wieder eine technische Gegenkorrektur geben. Also das schauen wir uns heute Abend nochmal an. Und ansonsten ist Miguel ja so nett und schickt dann jeden Tag gegen 18 Uhr, auch der Daniel macht das natürlich, schickt dann jeden Tag eben die WhatsApp-Signale raus. Und wie gestern schon gesagt, diese Signale sind momentan aufgrund der Marktsituation ein bisschen was weniger, aber lieber dann gar kein Signal als ein schlechtes Signal. Und ja, schauen wir uns das später nochmal an und dann lassen wir den Scanner natürlich heute Nachmittag auch nochmal wieder durchlaufen. Also, Tag hat gerade begonnen, da ist noch viel Fantasie mit drin. So, jetzt mal wieder schnell rüber gewechselt zum DAX. Da ist die blaue Linie. Waren wir schon kurz davor. Und also wenn man dann möchte, kann man auch hier natürlich das Gewinnziel ein wenig wieder anpassen. So. Okay. Oder ich schließe den Trade manuell. Dazu muss hier oben eben das Schloss herausgenommen werden aus der Swissbox und dann könnt ihr hier auf den Button alles schließen gehen. Alles möglich. Gut, dann schaue ich mal eben in den Chat rein. Also sind ja heute Morgen wieder sehr gut besucht. Guten Morgen, Daniel. So, aha, also Atemmaskenpflicht hier wieder bei WeWork, bei uns im Büro. Das heißt, jedes Mal, wenn wir an die Kaffeemaschine gehen oder an den Drucker, müssen wir auch die Atemmasken wieder aufsetzen. Und okay, also jetzt aber erstmal den Blick in den Chat. Ich habe ja einige schon hier online gestellt. Wunderschönen guten Morgen zusammen, Viktor natürlich, du auch, Thomas. Schöne Grüße nach Passau. Gerhard, guten Morgen. Achim, dir schönen guten Morgen. Genauso Robert und Tanjano. Schönen guten Morgen, ihr beiden. Martin, auch dir schönen guten Morgen. Rainer, guten Morgen. Harald. Hoch die Tassen, sagt Rainer. Harald, guten Morgen. Heiko, dir auch schönen guten Morgen. Alf, guten Morgen. Albert, Grüße nach Köln. Guten Morgen, Dieter. Also ich hoffe, ich habe von Michele sagen lassen, dass es geklappt hat, eben das
wenn du dich da mal mit der Marion treffen willst und über das Trading sprechen willst. Also der Kontakt ist zumindest hergestellt worden. Euch, ja, wünsche eben dort dann viel Spaß dabei. Andreas, guten Morgen. Heinrich, auch dir, guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Helmut, dir auch guten Morgen. Frank, schönen guten Morgen. Ebenso René, André, dir moin moin. So, jetzt hat hier irgendeiner auf die Taste gedrückt. Nicht was mit dem Gewinnziel auf der unteren Seite, im Gegenteil. Arbeiten wir gerade am neuen Tageshoch, da muss der Kurs einmal drüber. Und okay, und kommt auch jetzt wieder runter. Also Punktlandung. Punktlandung auf das Gewinnziel. Jetzt müssen wir ganz schnell sein, weil wir haben nämlich hier oben auch eine Vola-Box liegen. Ja, toll. Also, da lag sie natürlich. Das hat dann. Also, Vola-Box ist aktiviert und wir haben auch so ein bisschen was eben den Chart im Hinterkopf. Also, Tageshoch, wir haben ein neues Hoch auch seit gestern und jetzt wartet hier die Marke 12.930. Da sind wir aktuell. Das sieht sehr, 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 sehr long aus gerade. Also sind jetzt im ersten Trade. Okay. Gut, das hat jetzt in dem ersten Schwung nicht gereicht. Ich muss hier mal gerade schauen, ob es hier irgendeine News gab, die für so einen heftigen, für so eine heftige Bewegung gesorgt hat. Ich kann bei mir eben auf dem im News-Ticker jetzt noch nichts finden. Werden wir gleich mal in die Untersuchung gehen, was da möglicherweise passiert ist. Okay, jedenfalls ein sehr, sehr bullisches Signal für den DAX, auch wenn er jetzt hier kurzfristig wieder zurückkommt. Also, Steven, schönen guten Morgen dir. Kurt, guten Morgen. Franz, guten Morgen nach München. Guten Morgen, Hans. Wilfried, auch dir. Schönen guten Morgen. Stefan, guten Morgen. Guten Morgen, Marion. Ebenso Harry, guten Morgen. Michael, guten Morgen. Wolfram, guten Morgen. Achim, guten Morgen. Ja, Achim, deine Frage. Also, ja, du kannst den Dow Jones in der Nacht handeln. Also vom Broker her, also von den technischen Möglichkeiten ist das absolut in Ordnung. Es hat jetzt nichts, also mir, auch im Carlos und auch den anderen, wir haben jetzt keine Ertrading Erfahrung damit. Also ich könnte jetzt zum Beispiel nicht sagen, ja, das Master-Template funktioniert beim Dow Jones auch um 3 Uhr morgens. Da fehlen mir die Erfahrungswerte, aber du kannst auf deinem MetaTrader eine Order platzieren. Klar, achte halt nur auf den Spread, der ist ein bisschen was höher. Und da sind natürlich dann auch, ja, also das sind elektronische Future-Kurse. Aber warum nicht? Kann man schon mal machen. Also Wolfram fragt gerade noch, gibt es noch Standorte für die Traderkarte? Also für alle diejenigen, die gestern nicht mit dabei waren, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann.
Aber Wolfram ist so nett und hat eine Google Maps-Karte oder anders formuliert, mit Hilfe von Google Maps kann man also dort eine Karte machen, wo man dort sieht, wo die einzelnen Clubmitglieder eben zu Hause sind, wo man tradet. Und so, jetzt nehmen wir hier nochmal ein bisschen was Anlauf. Ich suche die gerade mal raus, aber ich kann sie in dem Chat gerade nicht finden, Wolfram. Vielleicht bist du so nett und kannst die nochmal eben kurz hier in den Chat packen. Und dann zeigen wir das Ganze nochmal. Und ja, wer möchte, kann gerne mal eben seine Postleitzahl und auch den Ort hier in den Chat reinstellen und dann werden wir das hinzufügen. So, und wenn die Karte dann fertig ist, wenn auch unsere neue Webseite fertig ist, das wird noch ein paar Tage dauern, dann packen wir es natürlich auf die Webseite drauf, ist doch klar. Okay, so die erste Wohlerbox des Tages, die lässt noch ein bisschen was bitten gerade. Also wir sind aktuell im dritten Trade Short und kommen jetzt wahrscheinlich jeden Moment in den vierten Trade. Da müssen wir ein bisschen was aufpassen. Also, Andreas, dir auch schönen guten Morgen. Hallo Nico, herzlich willkommen. Amrani, schönen guten Morgen. Guten Morgen Wolfgang. Bernd, guten Morgen. Guten Morgen Ina. Liebe Grüße in die Schweiz. Brigitte, guten Morgen. Miteinander. Joachim, guten Morgen. Christian, guten Morgen. Ebenso Helmut, auch dir schönen guten Morgen. Janette, guten Morgen. Euro, Neuseeland-Dollar. Vielleicht schaut ihr mal gerade drauf. Also, Janette fragt, ob es ein Signal gibt beim Euro-Neuseeland-Dollar in der Tagesstrategie. Also, ich habe es bei mir nicht angezeigt bekommen. Wolfgang, guten Morgen. Guten Morgen, Ute. Herzlich willkommen. Lange nicht mehr gesehen. Achim, guten Morgen. Na, die WhatsApp-Signale gibt es noch. Also, jeder, der da in der Gruppe mit ist, kriegt die auch. Oder erhält die, nicht kriegt, erhält die. So, jeden Tag gegen 18 Uhr. Georg, guten Morgen. Guten Morgen, Ralf. Schönen Gruß hier um die Ecke, kann man ja aber sagen. Alan, guten Morgen. Guten Morgen, Helmut. Sascha, auch dir schönen guten Morgen. Guten Morgen, Rainer. So, guten Morgen, Uwe. Schöne Grüße in Richtung Philippinen. Horst, guten Morgen. Wolfgang, schönen guten Morgen nach Japan. André, guten Morgen. Handel kennen, nachmittags haben bei. So, einen Moment. André, handel gerne nachmittags bis frühen Abend beim UF. Also André, du möchtest gerne den S&P handeln nachmittags, eine Box von 5. Ja, also ich würde sogar noch einen Ticken runtergehen, also 3 oder 4 hätte ich jetzt gesagt. Eine Boxgröße. Wenn es das ist, was du meinst. Ja, Fayette, guten Morgen. Lass mich das mal eben hier durchgehen, den Chat. Andreas, oh, danke schön. So, Wolfram, jetzt komm. Jetzt geht's los für dich. Jetzt kommen die ganzen Postleitzahlen, Orte. Also, vielen Dank fürs Mitmachen. Dankeschön, Matthias. Eleonore, Gerolf. Guten Morgen, Rüdiger. Dankeschön. Also jetzt machen wir ein bisschen was Erdkunde noch nebenbei.
Okay, also danke für das Feedback. Also ich höre gerade oder ich lese gerade, dass die MTX-Signale auch nachts funktionieren im DAO. Man muss aber eben aufgrund des höheren Spreads dort die Gewinnziele anpassen. Ja, aber natürlich relativ wenig Bewegung, meistens zumindest etwas weniger Bewegung drin. So, Marlies, schönen guten Morgen. Gruß nach Leichlingen. Brigitte, guten Morgen. Danke, Wolfram. Zeige ich gleich. So, Hans-Michael, guten Morgen. Guten Morgen, Heinz. Herzlich willkommen. Erich, ebenso. Schöne Grüße nach Österreich. Und Roland, guten Morgen aus Kiel. So, also kein Signal beim Euro-Neuseeland-Dollar. So sagt zumindest Thomas. Dankeschön fürs Nachschauen. Oder? Na, Stefan sagt, ist doch ein Signal da. Also ich komme hier, ich gebe mein Bestes, dass so zeitnah wie möglich hier mal eben hier hochzuladen. Heiko, guten Morgen. Guten Morgen, Knut. Also es war ein Signal da, aber Gewinnziel schon erreicht. So ist hier zu lesen. Also Wolfram, da hast du einiges zu tun gleich. Danke, Helmut. Danke, Wilfried. Zanzano, Mario aus Wien, Hans-Michael aus München. Guten Morgen. So, Joachim. Ah, so, Gewinnziel. Und da muss er kurz nochmal drüber. Ich lasse es mal eben hier mit dem Gewinnziel. Also, Kurs muss einmal über die blaue Linie. Ich mache mal eben hier weiter. Joachim, guten Morgen. Brigitte aus Oberösterreich, guten Morgen. Thomas, guten Morgen. Also, Wolfram, ich hoffe, du kommst noch mit. So. So, nicht wundern, Ulrike hat nur eine vierstellige Postleitzahl, also das in der Schweiz. So, die auf die Umsetzung der einzelnen Signale müssen wir mal eben kurz verzichten oder mal aussetzen zumindest. So, was ist das denn, Mike? Mike hat direkt zwei Postzahlen. Auch nicht schlecht. Sehr gut. So. So, dann Grüße nach Sulzbach zu den Frauenhandballerinnen. Dann haben wir noch Denzler, Reda Wiedenbrück. Oh, das ist auch Sperrzone bei euch, Hans, oder nicht? War das nicht mit Tönnies? Oder so. Ronald, guten Morgen. Janette. So, Franz,
Also die Frage stelle ich mal nicht hoch, aber es gibt eine Karte, die zeige ich jetzt gleich. Und der Wolfram ist eben so nett und kann hier die einzelnen Fähnchen setzen auf so eine Online-Karte. Und das packen wir dann auf die Webseite drauf und dann könnt ihr schauen, ja, bin ich jetzt in meiner Stadt der Einzige im Traders Club oder in meiner Region oder gibt es vielleicht noch drei, vier andere? Und ja, vielleicht kann ich ja mal einen Kaffee trinken gehen mit dem oder mit ihr. Und dafür ist das gedacht. So. Grüße nach Freilassing, Michael nach Bad Vilbel in Richtung Frankfurt, Wolfgang, Gerald, dann noch ein Wiener, Axel nach Essen. Guten Morgen, Genghis. Der Frank, guten Morgen, Susanne. Ja, also ans Michel, dachte ich gerade, ist für eine Online-Karte. Nur natürlich, wenn ihr da mitmachen wollt, ist keine Pflicht, aber ja. So, nach Filderstadt. So, da ist der Detlef, Gerhard mit dabei. Aus Österreich. So, dann auch mal vor den Toren Frankfurts. Da ist der Holger. Ich habe keinen Ton, gehe nochmal neu. Okay. Also vielen, vielen Dank, Ralf. Also, nach Hagen, direkt daneben, oder nicht allzu weit weg, ist Wuppertal. Peter aus Dresden. Guten Morgen, Thorsten. Dann haben wir noch mal okay. Also seht mir nach, wenn wir jetzt hier doch das eine oder andere Signal mit Sicherheit verpassen, wie ein Big Number Trade und so weiter. Nichts war es mit dem DAX-Ausbruch jetzt erstmal hier auf der Oberseite. Ich meine, wir freuen uns ja grundsätzlich, wenn wir Bewegung haben, in welche Richtung auch immer. Und von daher gibt es vielleicht gleich nochmal eben die Möglichkeit, hier auf der Unterseite was mitzunehmen. Nämlich, wenn der Na, vielleicht doch nicht. Daily Pivot schon recht nah dran. Ich hatte kurz überlegt an dem, also am neuen Tagestief. Nein. Nehme die Box nochmal wieder raus. Ich wechsle gleich mal zu dem Trade Radar und dann gucken wir uns mal die ja, Trade Radar Wohler Boxen an. Aber erstmal hier nochmal zurück zum Chat. Uwe, schönen guten Morgen. So, allen aus Mannheim. Ich glaube, so sagt man das. Peter, guten Morgen. Danke, Rainer. Dankeschön, Ina oder Inna. So. Bernd nach Spanien und die Spanier sind ja gerade schon ein bisschen mal sauer auf die Engländer, nachdem die Engländer eben gesagt haben, jeder, der jetzt nach Spanien reist oder der aktuell in dem Land ist, kommt zurück. Der muss erstmal in Quarantäne in England. Und ja, jetzt gibt es natürlich die Regierung in Spanien, sagt, Mensch, aber Tourismus sorgt für 12% unseres Bruttoinlandsprodukts. Da könnt ihr nicht einfach sagen, wir machen jetzt hier alles dicht. Doch, kann man. Also Safety first. Wo bist du denn gerade, Bernd? In Spanien oder in Holland? So, danke Heiko, Werner nach Asbach, so aus Stuttgart, der Heinrich, Wolfgang, Bismarck-Kläden. Okay. So, es kommt der Klassiker wieder, also Wuppertal und die Schwebebahn.
gab es übrigens heute Morgen auf dem ARD gab es einen Bericht über die Situation in Wuppertal. Monem heißt das, okay. So, cool. Also wenn der Carlos nächste Woche wieder da ist und dann, na Christian, was habt ihr so den ganzen Tag gemacht? Was sage ich ihm dann? Also. So, Amrani nach Mallorca. Also, Urlaub in Hannover, das ist doch. Ja, Palaver, genau. Verbindung aufbauen, ja, genau. Ich heute sage Networking. Also, da gibt es andere Consulting-Firmen, die zahlen dafür richtig viel Geld. Wir machen das mal eben hier im Club. Networking. Okay, also ich bin durch und. Also, freut mich, Wolfgang, nochmal Dankeschön, dass du das hier mal in die Hand nimmst und die Karte, die jetzt natürlich aktuell bearbeitet wird, ist ganz klar, aber so wird die aussehen. Ich gehe nochmal gerade auf Aktualisieren. Oben den Hinweis kann ich dann auch mal wieder wegnehmen. Also, klar. Deutschland, Österreich, Schweiz ist natürlich gut vertreten. Und wir haben aber auch hier in Perth. Dann haben wir auf den Philippinen ist der Uwe aus der ehemaligen Hauptstadt Japans, Kyoto, der Wolfgang. Und ja, also unsere Clubmitglieder aus Irland, London, auch aus Schweden, aus Spanien, ich glaube, Portugal haben wir auch, den Pedro noch sitzen. Also die Exoten suche ich mir dann ein bisschen mal später raus. Soweit, aber ich glaube, die Clubmitglieder hier aus Südtirol, die sind noch ein bisschen was unterrepräsentiert in der Karte. Also da weiß ich, da gibt es doch einige, 5, 6. Und das ist ja dann ein dynamischer Prozess, wie es heißt. Also das wird dann in der nächsten Zeit dann nochmal entsprechend aufgebaut. So, wo wir schon dabei sind, dann werfen wir mal eben den Blick in den Kalender, Wirtschaftskalender, um wieder zu schauen, welche Termine heute anstehen. Aber zuerst Hinweis, dass wir eben die Performance hier aktualisiert haben. Ja, ich glaube, die Zahlen, die stimmen ja noch nicht. Werde ich gleich nochmal eben darauf hinweisen. Zumindest ist aber die Kurve hier schon mal wieder weiter nachgeführt worden. So, weitere Informationen oder mehr Informationen. Und heute eben am Dienstag. Ja, alles, glaube ich, recht übersichtlich. 16 Uhr aus Amerika, Verbrauchervertrauensindex. Also da darf sich dann gerne der Dow Jones drüber freuen, dass hier nochmal ein bisschen mehr Spannung in die Geschichte reinkommt. Ansonsten aber sehen wir hier keine Zahlen aus Deutschland oder aus England oder aus der Eurozone. Ja, also ein relativ ruhiger Tag heute hier. In Amerika allerdings ist die Berichtssaison, die nimmt Fahrt auf. Also es wird heute Unternehmenszahlen aus Amerika von den Unternehmen Harley-Davidson, von dem Pharma-Riesen Amgen, von Visa, unserer Kreditkarte, Advanced Micro Devices. Da müssen wir ein bisschen was aufpassen. Also die machen die Chips für Computer, für elektronische Geräte. Und die Aktie von Intel, die ist muss ich mir eben überlegen, ich glaube, am Freitag ist die Aktie um 16% gefallen. Und AMD ist eben der direkte Konkurrent zu Intel. Und
Ja, also das wird spannend sein. Ich weiß jetzt nicht, ob die Zahlen vorbörslich kommen, während der Handelszeit oder nachbörslich. Aber hier recht interessante Veröffentlichung. eBay gibt es dann heute noch, McDonald's und Starbucks. Insgesamt, so kann man aktuell sagen, für diese Berichtssaison ist es so, dass 80% aller Unternehmen haben die Erwartungen erfüllt und sogar übertroffen. Das ist erstmal was sehr, sehr Positives. Auf der anderen Seite aber war natürlich aufgrund Corona waren die Erwartungen auch komplett am Boden. Also wenn man nichts erwartet und es kommt dann was leicht Besseres raus, dann, ja, dann geht das natürlich in die Statistik rein als besser als erwartet und ist eigentlich positiv. Aber man hat natürlich im Vorfeld die ganzen Prognosen richtig nach unten angepasst und hatte hier Angst vor Größerem. Okay, das eben vielleicht noch dazu zu sagen. So, wir wechseln mal eben rüber in das TradeRadar Volabox. Mit dem oder bei dieser Einstellung bleiben wir ja heute schon und den größten Teil des Tages. Eben ganz kurz. Also jetzt geht es hier im so, DAX aufgesetzt auf der Daily Pivot-Linie. Und auch hier auch auf der Oberseite kann man das ganz gut miteinander verbinden. Das ist jetzt hier nichts Spektakuläres, aber vielleicht ein kleiner Trendbruch intraday. Und mal eben schnell rüber geschaut. Das ist der Dow Jones und hier liegt eben auf der Unterseite. Auch nochmal eine massive Unterstützung. Okay, was wollte ich zeigen? TradeRadar Volabox. So, da gibt es gerade über Skype ein bisschen ein paar Nachrichten von den Kollegen. Okay. Also, wir haben aktuell gelb blinkende Signale beim Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Das heißt, ich gehe mal hier in den Chart rein. Mal den Blick und die Box können wir da mitnehmen. Kleinste Einstellungen allerdings nur. Und dann darf es hier entsprechend gerne weiter nach, ja, entweder fallend oder auch einer Gegenkorrektur wieder. Zurück zum TradeRadar Volabox. Und ja, das war's aktuell. Mehr blinkt hier nicht bei der Geschichte. Würde also vorschlagen, wir machen mal eben eine kurze Kaffeepause. 9:30 Uhr haben wir, damit liegen wir gut in der Zeit. Und dann, ja, dann geht es gleich weiter. So gegen 10 Uhr mit dem zweiten Teil. Euch gute Trades und ich schaue wie immer mal ein bisschen was in den Chat rein, um die Kommentare dann hier hochzuladen. Also euch einen guten Vormittag, guten Start in den Trading-Tag und bis gleich.
So, willkommen zurück. 8:08 und es sind wie immer hier einige Posts im Chat nochmal eingetroffen. Also, Nara wird geändert, lieber Wolfgang. Und ja, hier der DAX. Schon ziemlich kaputtes Trading-Bild, wenn man sich das so anschauen kann. Also auf der Oberseite mal den Ausbruch probiert. Relativ schnell wieder runtergekommen mit der Box. Dann ging das Ganze recht zügig runter. Daily Pivot, dann wieder hoch an die 12,9er. Ihr seht dann hier die große rote Kerze. Das Ganze wieder runter, aber so richtig richtungsweisend ist das noch nicht. Aktuell hat der DAX hier eine Tagesspanne von knapp unter 80 Punkten. Es läuft also noch, so mal hier der Chart auf der Minutenzeiteinheit. Das läuft alles noch relativ eng hier beisammen und aktuell sitzt er auch wieder auf dem Daily Pivot. Ich gehe mal wieder zurück in M5 oder zu M5. Noch nichts mit dem Ausbruch, Gegenreaktion. So, dann haben wir den Trade beim Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Da ist der Ausbruch aus der Box. Hier unten ist die blaue Gewinnziellinie. Waren wir vorhin schon mal kurz davor. Dann ging es hier nach oben und jetzt nimmt er vielleicht auch hier nochmal eben den zweiten Anlauf aus der Geschichte raus. Volabox-Signale nochmal im Überblick. Beim Euro-Yen gibt es ein Setup. Schauen wir uns das an. Das können wir dann mitnehmen. 14er Box. Und dann warten wir hier auf den Ausbruch und ja, das sind so die beiden einzigen Signale, die wir aktuell sehen. Also der Handel heute Vormittag für mein Dafürhalten jedenfalls noch relativ ruhig. Schauen wir mal in die Blue Box, in das Trade Radar Blue Box rein. Da ist ein bisschen was mehr Action gerade. Da sind wir zu spät gekommen. Also Ausbruch hier beim Euro-US-Dollar. Dann ging es mal kurz runter unter die 1,17. Aber nur eben für einen kurzen Augenblick. Und jetzt laufen wir hier wieder auch ins Plus rein. Wir haben eine Box im DAX, aber das ist nichts. US-Dollar, kanadischer Dollar, hätte ich jetzt gesagt. 17,1 Pips, die könnte man nehmen, aber auch hier sind wir eine Sekunde zu spät dran. Also da werden wir ja aktuell ein bisschen was bestraft, dass wir auf die Vola oder auf das Trade-Radar Vola-Box schauen, aber nicht auf die Blue-Box-Signale. Euro-Yen, auch hier, da ist der Ausbruch. Also da sind wir insgesamt ein bisschen was zu spät draufgekommen auf die Geschichte. So, also ich finde den DAX schon sehr, sehr spannend, was er da macht. Mit den langen Dots auf der Oberseite, auf der Unterseite, da erkennen wir recht gut eben die Unentschlossenheit, also den Kampf zwischen den Bären und den Bullen. Und ja, aktuell
ohne klare Richtung. Wir sind immer noch zwischen der 12.8er und der 12.9er, aktuell aufgesetzt hier auf der Daily-Pivot-Linie. Können mal eben rüberschauen zum Dow Jones. Vorbörslich, da sind wir so an der, ja, an der unteren Kante. Vielleicht kann der DAX sich hier ein bisschen was abgucken. Sollte der Dow Jones hier fallen, aber ja, wie ja, ich glaube, die Chart-Einstellung ist momentan so das Beste, was ich hier zu bieten habe. Also, wir sind weit entfernt von jeglicher Wohlerbox auf der Oberseite. Die ist aktiviert. Machen wir sie. Hier oben liegt die Wohlerbox und wartet darauf, abgeholt zu werden. Wenn das nichts wird, dann müssen wir die Wohlerbox eben schnell ausschalten und auf der Unterseite die dahin wechseln. Oder, ja, die auf die Unterseite wechseln. So, nee, nee, Ton ist da. Ton ist da. Guten Morgen, Frank. Also, euch gute Trades. Wir hören uns dann nochmal später wieder und ja, guck mal, was der DAX hier macht, ob er sich heute eben aus seiner Range der letzten Tage verabschieden kann. Also, es wäre schön jedenfalls, wenn das heute passiert. Ansonsten ist dann natürlich morgen noch ein Tag, aber wir wollen ja ein bisschen was Action haben hier im Live-Trading-Raum. Aktuell DAX bei 12.873 Punkte und wir hören uns dann später nochmal um 11 Uhr, wenn wir dann die Kitchen-Sense-Strategie mit dem Radar durchlaufen lassen.
So, schönen Morgen, Anne. Na, doch, Ton ist da. Aber ich weiß nicht so richtig, worüber ich hier reden soll. Die Märkte spielen nicht, beziehungsweise die Eröffnungsmoderation haben wir ja schon ganz gut hinbekommen, aber jetzt wird es gerade ein bisschen was trübe. Wir sehen die Märkte, wie sie laufen. Und das ist noch nicht so richtig der Schwung, dass wir hier eben traden können. Leider, muss man ganz klar so sagen. Also ich würd mich natürlich auch freuen, wenn der DAX hier auf der Oberseite nochmal den Ausbruch machen würde. Oder hier auf der Unterseite. Also selbst wenn er hier runterkommt, dann können, ja, also zwischen 12,9 und 12,8 ist eigentlich tote Hose. Und da muss man als Trader, so glaube ich, auch aktuell hier ein bisschen was die Finger stillhalten. Das ist doch nicht das, was uns der oder was wir hier vom DAX gewohnt sind. Ja, Euro-Yen, Neuseeland-Dollar sind die beiden Boxen, die ich hier in meinem Trade-Radar angezeigt bekommen habe. Da können wir mal eben drauf schauen, aber das ist auch nicht so der Hit. Sollte sich der Kurs dann nochmal umdrehen und er geht hier nach oben, dann laufen wir in eine zweite Box rein, eben mit der Hoffnung, dass es hier eine Gegenbewegung gibt von dieser Abwärtsbewegung. Aber ja, das ist leider auch nicht. Ist auch kein Weltklasse-Trade. So kann man das, glaube ich, hier ausdrücken. Also ist nett, wenn er reinläuft, aber so, sind wir noch? Euro-Yen. Da ist er. Da ist er. Die Box. Er hat es kurz versucht auf der Oberseite und jetzt geht das Ganze mal hier in Richtung Süden. Da kommen wir, so sieht zumindest, ja, also auch der Kurs hier mitten in der Box drin. Ah, das ist alles. Hier zum Beispiel auf der Unterseite eben diese lange doch da unten. Servus, hallo Oliver, grüß dich. Ja, also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Genau, Hans-Michael. Also Geduld haben und wirklich auf einen klaren Ausbruch warten, auf eine klare Bewegung. Ja, Axel, meine C-Variante hatte ich bis jetzt noch nicht ausprobiert. So. Hat auch mal gerade überlegt an einem Master-Template-Signal hier beim DAX, aber die blaue Sonne wird bei mir hier in diesem Bereich angezeigt. Hier oben gab es dann die rote Sonne und ergo hier kein frisches Trading-Signal für eine Bewegung. Dazu reicht die einfach noch nicht aus. Kann das vielleicht
eben mal hier zeigen. Das ist aber nicht der DAX. Ändern wir den nochmal gerade. Bisschen was kleiner. Ja, das ist aktuell halt die Situation im DAX, ne? Da sind wir auf der Oberseite. Hier ging es leider nicht weiter nach oben. Zumindest nicht im ersten Versuch. Und ja, das ist dann die Bewegung im DAX jetzt hier aus den letzten Tagen. Freitag, der 24. Und dann halt gestern und heute. Ja, genau. Eine FED-Sitzung haben wir die Woche auch noch. Kann ich mir, ich weiß nicht, ob die Märkte jetzt deswegen ruhiger laufen. Ist halt dann doch noch ein bisschen was hin. Ja, ist einfach so. Einfach etwas ruhig. Müssen wir mit leben und ja, können in der Zwischenzeit hier, glaube ich, ein paar andere Sachen machen, die dann auch mal nichts mit Trading zu tun haben. Leider, leider. Peter, guten Morgen. Ja, morgen. Genau. Vielleicht dann wieder morgen. Wer weiß. Also ich bin auf jeden Fall hier und nicht, dass ihr denkt, Mensch, der Ton ist kaputt oder meine Lautsprecher sind veraltet, was auch immer. Also ich bin auch da, aber so auch jetzt hier Big Number Trade an der 12.9er. Nee, danke. Also gerne, wenn der Kurs hier oben wieder reinläuft in die Vola-Box. Dann ja, aber bis dahin werde ich mal hier die Füße stillhalten. Genau, FED-Sitzung morgen. Genau, danke Peter. Okay. Alles klar. Also, Viertelstunde, dann gucken wir nochmal nach den 4 Stunden Strategien oder 4 Stunden Setups. Bis gleich.
So, dann ist es soweit 11 Uhr und wir sind mittlerweile im zweiten Trade beim Neuseeland-Dollar und auch beim Euro-Yen. Jetzt aber schnell der Blick mal hier auf die Märkte mit dem Trade-Radar Kitchen. Wie immer, das sind hier die Märkte, die ich habe, und lasse das Radar gerade mal durchlaufen. Wie immer hier auf dem MetaTrader von Markets. Das kann also mit Und da schon mal andere Signale aufzeigen, wenn ihr tradet. So. Also britische Pfund, Schweizer Franken, da gab es schon ein Signal. Das habe ich gestern hier ebenfalls schon mal eingezeichnet. Da lief dann die ockerfarbene Linie durch und das war das Signal. Also von dem aktuellen Trade, das heißt, das ist die 4-Stunden-Kerze hier gewesen. Das werde ich nicht machen. Die Kerzen sehen auch extrem blöd aus. Also Doji, Doji, immer dort auf der Oberseite, auf der Unterseite. Das ist ein klares Zeichen dafür, dass der Markt eben hier ja unentschieden ist und jetzt kurzfristig eben hier mit keinem Ausbruch zu rechnen ist. Und nochmal, das Signal war eben hier schon. Ansonsten nichts Neues hier bei meinen Märkten. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Vielleicht habt ihr da noch mal ein paar Exoten mit dabei. Manuell. Long im Cable. Der läuft richtig gut hier auf der kleinen Zeiteinheit M1. Da hast du einen guten Trade erwischt. Uwe, ich. Nee, es ist schon eher unüblich, den Trade manuell zu beenden. In der Regel haben wir ja, also bei der Swissbox haben wir immer die Gegenorder. Und bei den anderen Strategien haben wir ja auch einen Stop-Loss und natürlich auch einen Take-Profit. Also es ist schon ein bisschen was ungewöhnlich, den Trade manuell rauszunehmen. Ich weiß jetzt gerade aber nicht, auf welchen Trade sich im Einzelnen deine Frage bezieht. Danke, Harald. Also auch bei GBE keine Signale. Volarbox, australischer Dollar, US-Dollar höre ich gerade. Ach, da oben. Da oben. Na, ich lasse meine beiden hier mal. Das reicht mir erstmal. Ui, auch die Doppelbox. Ja, also. Ah, generell, okay. Ja, generell haben wir immer die Gegenorder bei der Bockstrategien und ansonsten ein festes Take-Profit und auch ein Stop-Loss. Also individuelle Trades sind bei uns doch eher Mangelware. Vielleicht noch bei mir ein bisschen was mehr als beim Carlos. Sehr gut, Anne. Eben dann hier den Chart wechseln zur Volarbox. Und ja.
Hier liegt die Box auf der Oberseite und da gibt es gerade erstmal einen auf den Kopf. Aber auch hier eine gute Bewegung vom britischen Pfund gegen den US-Dollar. Und also wenn das keine Ironie ist, also das britische Pfund ist gerade echt schwach, aber gegenüber dem US-Dollar ist es dann wieder stark. Das ist schon echt eine verrückte Welt. So. Ja, lass mal den Chart erstmal hier so eingestellt. So, Scalping-Strategie wäre auch noch klasse. Ja. Gucken wir mal. Eben hier eine Frage in die Runde und in die Runde an alle Clubmitglieder oder Gäste. Ist hier irgendeiner unter euch, der zufälligerweise ein WordPress-Spezialist ist? Also nicht nur mal das WordPress, also wirklich ein Spezialist, der auch Erfahrung hat mit dem Umziehen von Webseiten. Das ist ein Kriterium hier. Also bitte mal melden, WordPress-Spezialist, der auch schon Erfahrung hat mit dem Umziehen von Webseiten, also von unterschiedlichen Themes. Das ist ein sehr, sehr spezielles Thema. Also der Uwe. Die Domain bleibt. Es geht einfach um den Wechsel von einem Theme und einem, also der damit verbundenen Relaunch der Webseite. So. Ich glaube, Uwe, da sind wir schon über die Phase sind wir schon hinaus. Es gibt also gibt ganz, ganz spezielle Fragen, die wir da haben. Hat mit der Google Search Konsole zu tun. Also sollte schon einer sein, der auch so eine kleine, der eine eigene Firma hat. So, Peter, Unruhe in Deutschland wegen CW19. So, da lese ich jetzt nichts zum Ticker, höre aber gerade, dass auch das deutsche Außenministerium darauf hinweist, keine unnötigen Reisen zu machen nach Spanien, insbesondere nach Aragon, Katalonien oder Navarre, wenn ich das hier richtig ausspreche. Also die Engländer haben vorgemacht und auch wir weisen nochmal darauf hin, oder das Außenministerium jetzt nicht extra mal eben nach Spanien zu fahren. So, aber ansonsten, Peter, höre ich noch nichts von irgendwelchen Unruhen. Schauen wir das vielleicht mal gleich kurz an.
Okay. Also, Rote Kreuz macht Stress. Läuft gerade im Fernsehen. Also, machen wir nochmal eben kurze Pause und versuchen mal den Informationen ein bisschen was hier nachzugehen. Was passiert? Der DAX jedenfalls reagiert noch nicht so richtig auf die Berichte. Schauen wir mal. Euro-Yen. Da sind wir. Wo ist er denn? Also. Das wäre doch was, wenn wir mal hier ein Trade nach Hause bringen könnten, zumindest. Bleibt dann aber mal eben hier bei der Vola-Box. Ihr seht das hier unten eben selber, wenn sich die Trades gleich hier schließen. Ah, danke schön. Ach ja, also Robert Koch, nicht Deutsch-Rote Kreuz, das war was anderes. Ihr passt schon gut auf, was ich hier sage, ne? Danke dir, Heiko. Heiko hat, ist das, oder hat die eine eigene Firma? Und ich rufe mal eben da an. Danke euch. Bis gleich.
Ja. Also der DAX ist wieder auf der Unterseite. Und also schon, also nach oben will er wirklich nicht raus. Und das ist jetzt die Frage, dreht sich das Ganze hier nochmal nach unten wieder weg oder kommen wir da nach oben rein? Ich werde mir eben hier die Box wegmachen und dann also ich würde es ganz gerne mit dieser Box hier probieren, aber Entschuldigung, ich kann nicht sagen, zwischen den beiden Big Numbers traden wir nicht und ich selber mache dann den Trade. Also ich nehme die wieder raus. Bin aber mal gespannt, eben ob der DAX jetzt wieder hier hochkommt. Also ob sich diese Range, die wir eigentlich haben, hier von zwischen diesen beiden Big Numbers von 100 Punkten, vielleicht läuft die noch enger zu. Und ja, wir sind dann letztlich eben hier in so einem Bereich drin, der dann nur noch die Hälfte ist. Aber also, woher sollen die Impulse kommen? Bitteschön. Morgen Fed, heute Nachmittag US-Verbrauchervertrauen. Ich weiß es nicht, ob das wirklich so, so stark ist. Also jedenfalls, der Euro-Yen-Trade hat sich verabschiedet und prallt erstmal ab an der Fibonacci-Unterstützung. Geht es gerade wieder ein Stückel nach oben. Ich sehe wenig gelb blinkend hier aktuell. Mal schauen.
So, es gab kurzen Rücksetzer auf der Unterseite. Jetzt aktuell der DAX aber wieder hier an der Daily Pivot Marke. Also Zickzack-Formation. Aktuell macht das Ganze relativ schwierig zu traden. Ja, ich möchte also ungern, dass ihr jetzt mit dem Master Template nochmal hier in die M1-Zeiteinheit geht. Jetzt im Nachhinein, ja, schön, aber das kann es nicht sein. Also. So, australischer Dollar, US-Dollar hier in der Box und auch das britische Pfund, US-Dollar ebenfalls hier. Ich bleibe mal bei meinem Trade Neuseeland-Dollar. Der hat sich jetzt wieder Ticken was besser entwickelt. Long im zweiten und dann soll der Ausbruch dann mal bitte hier oben stattfinden auf der Oberseite und soll dann an die blaue Gewinnziellinie heranlaufen. Das ist die Trading-Idee dahinter. Also für alle diejenigen, die jetzt hier schon in die Mittagspause gehen, gute Zeit, wir sind um 14 Uhr wieder da. Wir machen heute keine gesonderte Trading-Sprechstunde. Also ihr habt es mitbekommen, wir haben jetzt keine E-Mail rausgeschickt, um für die Veranstaltung nochmal oder darauf hinzuweisen, da ich ja hier eh die ganze Zeit am Rechner sitze. Also keine Trash. Also jeder weiß ja, wer Fragen hat. Raus damit und da müssen wir nicht auf eine ganz bestimmte Uhrzeit warten. Da sind wir doch flexibel.
So, wer hat denn jetzt hier gerade auf den Verkauf-Button gedrückt? Der DAX kommt jetzt kurz vor der Mittagspause nochmal mit einem schönen Schwung nach unten rein. Aufgesetzt auf der Resistance, Fibonacci Support, FDS abgekürzt. Und wenn wir uns das Ganze mal eben in einem anderen Chart anschauen, ja, wir können den nehmen. Wir können uns aber auch diesen Chart mal anschauen. Also das ist hier die Marke zwischen 12,9 und 12,8. Also dieser Ausbruch gerade auf der Unterseite mit dem neuen Tagestief, der ist noch. Also sieht auf dem M1-Chart, auf dem M5-Chart natürlich dramatisch aus, aber in Relation zu dem Freitag und gestern zum Montag, dann ist das immer noch in dieser Spanne. Also noch nicht dramatisch. Müssen wir mal schauen. Also auf der Unterseite, da ist die Vola-Box. Sitzt genau bei 12,8. Und wenn man hier ein bisschen was rauszoomt aus dem Chart, dann gibt es also einige Argumente, die dafür sprechen, dass der DAX dann auch nochmal weiter runtergehen könnte. Also auch von den. Da gibt es also erstmal keine Unterstützung mehr in den. Ja, in diesen einzelnen Boxen. Aber dazu muss er halt erst runter. Das heißt, 30 Punkte darf er gerne noch nach unten hin machen. Oder vielleicht prallt er auch hier wieder ab an der Fibonacci. Da unten, da kann ich die Order hinlegen. Aber nicht hier. Wollte ich sie. Auf die Vola-Box und Einstieg an. Das kann also gut möglich sein, dass der Trade hier gleich während der Mittagspause aktiviert wird. Parallel dazu werfen wir hier auch mal eben den Blick auf den Dow Jones ausgebrochen und schon mal auf der Zeiteinheit Viertelstunde. Also das, wie gesagt, nur zum Vergleich, den traden wir hier nicht, solange die US-amerikanischen Märkte nicht geöffnet haben. Aber immer, kann immer ein schöner Begleiter sein. Also alle diejenigen, die sich dann jetzt schon mal die Mittagspause verabschieden. Guten Appetit und wir hören uns dann später wieder um 14 Uhr.
So, also für jeden, der jetzt hier noch gerade mit dabei war, Bismarck Action raus aus der Vola-Box im DAX. Also kurz mal unter die Marke von 12.800 Punkte herangetreten. Und ja, also ein spannender Bereich. Das Ganze kann man sicherlich noch mal eben testen, wenn der Kurs hier reinläuft in die Geschichte. Ich habe heute mein Pausenbrot dabei, bleib also hier mal eine Zeit lang vorm Rechner, nicht die komplette Pause. Aber jetzt kann es dann doch mal interessant werden. Ist natürlich der Klassiker, ne? Pause. Einige gehen jetzt schon raus aus dem Raum und jetzt geht das Ganze los hier.